Wussten Sie, dass Milch zu etwa 87% aus Wasser besteht? Und wissen Sie, was passiert, wenn Sie dieses Wasser entfernen? Sie erhalten Milchpulver. Milchpulver wird sehr häufig als Zutat für die Herstellung von Schokolade, Käse, Babynahrung und bei vielen anderen Produkten verwendet. Schauen wir uns an, wie man flüssige Milch in Milchpulver verwandelt. Zunächst durchläuft die Milch einige grundlegende Schritte. Zur Qualitätskontrolle, zur Einstellung des richtigen Fettgehaltes, zur gleichmäßigen Fettverteilung und zur Lebensmittelsicherheit. Dann ist es Zeit, das Wasser zu entfernen. Dieser Prozess findet in einer riesigen Produktionsstätte statt und umfasst drei Phasen: Filtration, Eindampfung und Trocknung. Im ersten Schritt, der Filtration, wird die Milch durch eine Reihe spezieller Membranen, die dünne Filterschichten sind, gepumpt. Winzige Poren in diesen Membranen lassen nur Wasser durch. In dieser Phase wird etwa 60% des Wassergehalts der Milch entfernt. In der zweiten Phase, der Eindampfung, werden mit Hilfe von heißem Dampf weitere 25% des Wassergehalts der Milch entfernt. Der Dampf kommt dabei nicht direkt mit der Milch in Kontakt. Milch und Dampf werden vielmehr durch ein dünnes Stahlblech getrennt, damit kein Wasser wieder eingetragen wird. Für diesen Schritt wird ein Vakuum erzeugt. Dies senkt den Siedepunkt der Milch. Durch die niedrigere Temperatur ist die Verdampfung schonender und der Nährwert bleibt erhalten. Der letzte Schritt ist die Sprühtrocknung. Sie erfolgt in einem bis zu 30 Meter hohen Turm, der sogenannten Trockenkammer. Dazu wird die Milch, die nun nach den ersten beiden Schritten konzentriert ist, über eine Hochdruckpumpe in die Trockenkammer gefördert. Von dort wird sie in sehr feinen Tröpfchen nach unten versprüht. Heiße Luft wird gleichzeitig mit der Milch durch den oberen Teil der Kammer nach unten geblasen, wodurch fast das gesamte restliche Wasser entfernt wird. Es bleibt ein feines Pulver mit einem Wassergehalt von etwa 3% zurück. Dieser niedrige Wassergehalt begrenzt die Bakterienaktivität. Dadurch kann Milchpulver sehr lange gelagert werden. Dieses Pulver, das noch fast alle Nährstoffe der ursprünglichen Milch enthält, wird dann entweder in 25 Kilogramm oder in 1 Tonnensäcke abgefüllt. Das war's. Von der flüssigen Milch zum Milchpulver in 3 Schritten. Und wenn Sie es wieder rückgängig machen wollen, einfach Wasser hinzufügen.